Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Wir spielen zusammen das schöne Spielchen The Binding of Isaac Rebirth. Mein Name ist Killomatix und ich begrüße euch noch einmal recht herzlich zu diesem neuen Let's Play. Dieses Spiel ist 2014 auf dem Markt erschienen und es ist mittlerweile ein Dreiteiler. Von diesem Spiel ist jetzt der vierte Teil auch in Gange und ich habe dieses Spiel in einem Giveaway von einem Streamer bekommen, da ich halt da gewonnen habe. Ein bisschen Isaac-Erfahrung habe ich allerdings auch schon. Ich habe so um die 200 Parts schon bei einem YouTuber geguckt, weil ich dieses Spiel wirklich feiere. Und ich würde einfach sagen, wir legen los. Ich werde den weiteren Spielverlauf einfach erklären, wenn es soweit ist. Wir deleten hier nochmal, weil kann sein, dass ich habe schon ein paar Mal geübt. Ich weiß nicht, auf welchen Pfeil. Und wir fangen an mit einem neuen Run. Hier sehen wir nochmal die Charaktere. Und wir beginnen mit Isaac, unser erster Charakter. Und los geht's. So, hier wird uns nochmal schön die Steuerung erklärt mit WASD. Bewegen wir uns das Spiel. Gibt es auch übrigens mit Controller. Also man kann das mit Controller spielen. Dann attackieren wir mit den Maus, mit den Pfeiltasten. Eine Bombe legen wir mit E und ein Item nehmen wir mit Space bzw. Q. Kommt halt immer drauf an. Und hier erstmal unser erster Miniboss. Das ist natürlich schon mal direkt eine kleine Herausforderung. Wir eliminieren erstmal hier. Da kriegen wir direkt Schaden. Scheiße. Nochmal Schaden. Ich hasse solche Gegner. Schön, dass du auch deine eigenen Leute angreifst. Huch. Eieiei. Hör doch auf. Mann. Danke. Dies ist nämlich einer der sieben Todsünden. Dieser Boss. Der Miniboss. The Chariot bringt uns... Alter, haben wir viel Schaden gekriegt. The Chariot bringt uns Unbesiegbarkeit für eine bestimmte Zeit. Das werdet ihr dann sehen, wenn wir es einsetzen. Headless Baby, Alter. Wir bekommen direkt irgendwelche Scheiße. Ein krasses Damage-Up wäre natürlich schön, aber ich muss ja eh jedes Item mal aufheben, um dieses Spiel irgendwann komplett abzuschließen. Ich denke mal, wir werden zu diesem Spiel dieses komplette Let's Play durchführen. Das sind mehrere hundert Folgen, denke ich mal. Einfach mal sehen, wie es läuft. Einfach mal sehen, wie es läuft und abwarten. Hier sind noch zwei Bomben drin, das ist sehr schön, die nehme ich sehr gerne mit. Die Ebene, wir könnten eventuell da rechts nochmal lang gucken. Ob da eventuell nicht noch was Schönes ist. Gut, hier ist nichts weiter. Ah, wir können einmal hier springen. Da war der falsche Knopf. Scheiße. Mann. Jetzt ist der falsche. Jetzt habe ich Q anstatt E gedrückt. Ey. Na wunderbar. Gut, keine krasse Karte für den Boss. Ist egal. Wir kriegen den schon hin. Ihr kommt her in meine rote Spur des Verdammnisses. Die rote Spur ist ganz cool. Damit lässt sich auf jeden Fall arbeiten. So, einmal mal hier lang gehen, ne? Für dieses Headless Baby. So, einmal hier nochmal. Das war dumm. Das war dumm. Ah! So, wir können mal... Pass auf. Wir legen mal hier eine Bombe. Für ein blaues Herzchen. Schön. Blaue Herzchen bringen uns nämlich Schutz. Das ist die Plazenta? Das ist die Plazenta. Regeneration und HP ab. Das ist cool. Das ist cool. Okay, gehen wir weiter. Denn ab der zweiten Ebene bekommt man sogenannte Devil- oder Angel-Deals. Und die bekommen wir natürlich auch nur unter bestimmten Kriterien, wenn wir zum Beispiel keinen Schaden an roten Herzchen nehmen. Deswegen schützen die blauen und schwarzen Herzchen uns. Schwarze haben wir leider noch nicht. Aber wir haben blaue Herzchen, die uns schützen. Und ihr werdet es einfach sehen im Laufe des Spiels, wie die ganzen zusammenhängen, die ganzen Komponenten sozusagen. Und naja, ne? Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall cooler, das Spiel, als vielleicht eventuell auf den ersten Blick. Also, ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, wer es mal selber spielen möchte, da es wirklich, es macht wirklich Spaß. Auch wenn es vielleicht jetzt im ersten Augenblick nicht so aussieht, es macht wirklich Spaß. Es macht, auch wenn man manchmal Verluste hat,
ein bisschen Übung da drin und dann kann man das Spielchen. Das ist wirklich cool. Alter, das ist ja nicht wahr. Jetzt bekommen wir hier wieder solche Scheiße. Ah, das nehmen wir, nehmen natürlich das auch mit. Friends Till the End ist ein Space-Item. Space-Item. Ganz dollet. So. Da hat uns gerade zum Beispiel schon das Headless Baby geholfen, ne? Okay, Treubombe. Ah! Okay. Sehr schön. Gut ausgewichen. Blauer Stein, aber eine Treubombe, ne? Ne, ja, ich möchte glauben, ja. So, die Kacke hier erstmal. Ach, Regeneration hat er gerade zugeschlagen. Kiech an. Die Plazenta, die alte. Plazenta, Alter. Ich mag aber die Plazenta. Die ist irgendwie schön. Die macht Spaß. Natürlich, später ist sie eventuell nicht mehr so gut, wenn man bestimmte Effekte haben kann, die man nur mit zum Beispiel einem halben roten Herzchen haben kann. Der ein oder andere weiß eventuell schon, welchen Effekt ich meine. Den Polaroid-Effekt nämlich. Da, das werdet ihr dann sehen, wenn es soweit ist. So. Da oben gehen wir jetzt nicht noch unbedingt lang. So, wir machen aber mal hier und besiegen jetzt Dingel. So. Oh Gott, nicht aufgepasst. Das ist auch so ein Boss, den ich gar nicht leiden kann. Nein! Da der sehr schnell und scheiße ist. Geh doch durch die rote Spur! Mann! Okay, kein Schaden mehr nehmen, komm. Nein! Und tschüss, Devil Deal. Oder Angel Deal. Nur noch mit ein bisschen Mitleid bekommen wir einen. Wir bekommen natürlich keinen. Achso, doch, warte, der Boss ist ja noch nicht tot. Also hier sind ja noch Gegner. Monstrous Tooth disappeared in the basement. Ah, holt Bandage noch ein HP ab. Alter, gib uns doch was Tolles. Okay, jetzt haben wir gerade echt keinen Devil Deal bekommen, weil ich diesen Gegner, mit denen kann ich einfach nicht umgehen. So, wir überspringen das hier mal. Das Ganze. Caves 1. Hier gucke ich. Ich will ja halt eventuell einen Devil Deal haben, deswegen gucke ich da noch nicht rein. Denn auch das zählt als Schaden. So. Ja, komm. Sehr schön. Achso, da ist noch eine. Habe ich gar nicht gesehen. Haben wir einen Schlüssel? Nein, haben wir nicht. Das ist traurig. Das ist richtig traurig. Oh mein Gott. Da hätte er uns hier gerade fast getroffen. Ich bekomme leider keinen Schlüssel. Ich brauche einen Schlüssel halt, um da weiterzumachen, ne? Eventuell ist ja hier einer drin in diesen dollen. Naja, zwei blaue Herzchen freuen mich sehr. Freut mich wirklich sehr. So, Nummer 1 und Nummer 2. Eine Karte, Death. Bringt uns mehr. Ach nee, das macht tot. Macht tot. Das macht ganz viele Gegner tot. Ich glaube, wenn wir in einem gewissen Radius dran stehen oder so. Nehmen wir uns mal für einen Boss auf. Ich glaube, ob das jetzt nur ein krasser Schaden ist oder ob es ein permanenter Tod ist, da bin ich mir nicht sicher. Ach doch, da ging es auch noch weiter. Warte, pass auf. Ich brauche noch einen Schlüssel. Aber hier ist schon mal der Boss und den können wir dann eventuell schon mal machen. Denn dann bekommen wir eventuell ein tolles Devil Deal Item. Das ist hier The Fool. Portet uns zurück an den Start. Ja, okay, das macht nur den Gegnern Schaden. Und einige halt töten. Pass auf. Hier. Alter, krass, der nimmt den ganzen Typen auch im Mund. Das ist krass. Nein, geh mal nach da oben. Ja, oder bleib da. Kein Schaden nehmen, kein Schaden nehmen. Komm. Ja. Okay, pass auf. Und jetzt noch du. Okay, da haben wir einen Devil Deal. Schön, das ist Evil Range und Shot Speed Up. Okay, nehmen wir mit. Okay, was haben wir hier? Guppies Collar und Fliegen. Ich nehme mal Fliegen mit, wa? Nein, das wollte ich nicht. Spirit of Sun. Ey, ich wollte doch gar nicht Guppies Collar mitnehmen. So eine Scheiße. Mann, jetzt haben wir ein Herzchen weniger, logischerweise. Aber wir können fliegen, das ist echt cool. Das heißt, wir können jetzt eventuell sogar in den Zackenraum da unten gehen. Denn der zieht uns jetzt nur noch ein halbes Herzchen ab, weil wir halt fliegen. Oder warte mal, pass auf, wir machen das ganz. Pass auf. Helf ab. Und was bist du? Bombs Aki.
Ja, wow, das hat sich ja mal richtig gelohnt, ey. Cool. Cool. 0 für 0. Na wow. Okay, eventuell ist ja hier noch irgendwo ein Schlüssel. Das würde mich sehr freuen. Spirit of the Night, auf jeden Fall ein sehr schönes Item. Was mich schon damals im alten Isaac sehr immer angesprochen hat und mir deswegen auch einige Runs gekostet hat. Schön, hier ist wenigstens ein Schlüssel. Dann brauchen wir die Ebene nicht unbedingt weiter erkunden. Wir gehen jetzt einfach nach oben, holen uns den Itemraum und dann sehen wir weiter. Ist das Blood Rage? Ah, Toxic Blood. Was ist Toxic Blood? Ich weiß es nicht, Mann. Scheiße. Okay, egal. Ist nicht schlimm. Wir machen weiter. Wir machen weiter. Wir gehen jetzt einmal in die nächste Ebene. Mal sehen, was da so abgeht. Hoffen wir natürlich, dass wir auch da den, Angel. Angel oder Devil Deal bekommen. So, das überspringen wir. Und machen hier weiter. Hier können wir wieder für ein halbes Herzchen reingehen. Das, ich möchte erst noch eventuell ein Elf ab. Okay, jetzt haben wir Schaden gekriegt. Das habe ich gesehen. Okay, wenigstens ein Schlüssel. Warum leckt das? Okay, das Geile ist natürlich, wir können jetzt hier durch Wände durchschießen. Das ist echt cool mit Spirit of the Night. Oh mein Gott. Und du noch. Na. Puh. Nur mal Glück gehabt. So, dann besiegen wir ihn hier. Ach nein, nicht ihr. Och nein. Okay, pass auf. Wir besiegen mal erstmal. Tschüss, Devil Deal. Dann können wir auch gleich in den Zackenraum, ganz ehrlich. Den können wir da auch gleich schreien. Wir müssen natürlich trotzdem mit unserem Headless Baby trotzdem spielen. Denn das ist ja auch nicht gerade schlecht. Nee. Mensch, ja, ist. Ja, ey, ich hasse solche Gegner da unten, ne? Ich hasse diese Gegner einfach wie die Pest. So. Und so. Rusted Key, it feels lucky. Ich habe keine Ahnung, was der nochmal macht. Okay, jetzt brauche ich aber Herzen. Jetzt brauche ich eine Menge, Menge Herzen. Die kommen, glaube ich, nicht bis hier drüben, ne? Nee. Ganz cool. Aber wir kommen bis da drüben. Kommen wir bis echt? Haben wir so eine. Ey, cool. Krasse Range. Da oben wird wahrscheinlich der Boss sein. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal nochmal hier nach unten. Schauen hier einfach nochmal lang. Okay. Das hat sich ja mal sowas von gar nicht gelohnt. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Ich hasse solche Gegner in solchen Räumen. Okay, ich gehe hier rein. Ich habe wieder keine Bombe. Oh, das ist doch nicht wahr. Wir nehmen das mal mit. Och, das ist doch schon wieder ärgerlich. Ach, das ist doch nicht wahr. Wo geht die Ebene lang? Och, ich will nicht nach da oben durch den dicken Raum. Da will ich nicht lang. Ich gehe erstmal hier lang. Du bist ein Bettler. Du möchtest Münzen. Du kriegst Münzen. Ich hoffe für dich, dass du uns was gibst an Items. Ein HP-Upgrade. Naja, immerhin. Immerhin. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Okay, wir müssen nach hier oben. Oh, so viele Gegner, auf die man achten muss, ne? Oh, nee. Oh, Gott. Jetzt verrecke doch mal. Alter, was halten die denn aus? Ja, eine Menge, ich weiß, aber... Okay, da ist einer gestorben, weil ich den nicht gesehen habe irgendwie. Auf jeden Fall ist er irgendwie gestorben. Ach, komm doch. Unsere Plazenta könnte mal wieder zuschlagen und uns heilen. Und auf jeden Fall könnte die uns jetzt mal langsam wieder heilen. Oh Gott. Zwei Schlüssel. Pass auf, wenn ich noch einen Schlüssel finde, gehe ich da rein.
Warum denn? Es ist doch gut. Alter, geht euch doch alle vergraben. Das sind mit Abstand meine Hassgegner. Aber guckt sie euch an! Guckt sie euch an! Guckt sie euch an! Mann! Ich hasse sie! Ich hasse sie so sehr! Ich hasse sie einfach so sehr. Oh, Alter. Das ist doch nicht dein Ernst. Jetzt ist hier nur Scheiße, oder was? Warte, erstmal hier. Das spreng ich. Und ein paar Suff. Mit diesem Schlüssel würde ich gerne in den Shop gehen. Nicht die Kiste öffnen. Wheel of Fortune. Okay, es ist so ein Wheel of Fortune. Pass auf, ich mach das mal ganz kurz. Mach das mal ganz kurz ein bisschen. Da können nämlich eventuell blaue Herzchen reinkommen, wie ihr seht. Und das ist schön. Okay, wir nehmen das mit, wir nehmen das mit, wir nehmen die Gold Hoof mit, damit sind wir ein bisschen schneller. Wir nehmen Rusted Key mit. Ja, wir nehmen Rusted Key. Der hat uns jetzt schon Glück gebracht. Deswegen nehmen wir einfach ihn mit. Ah, Mann. Ach, das ist doch nicht euer Ernst. Was sind denn das für Räume? So. Können wir fliegen. Was ist das? Warum hat mich da gerade die Fliege getroffen? Bad Gas. Warum hat uns da schon... Alter, ich krieg zu viel. So. Dann gehen wir mal hier rein. In den... Adam-Raum. Was bist du denn? Toxic Splash Damage. Oh, geil. Schön, endlich mal was... Oh, nicht in die Fliegen reinrasen. Nicht nochmal. Devil Deal werden wir wahrscheinlich eh nicht mehr kriegen auf dieser Ebene. Wir sind erst auf der dritten Ebene und schon 15 Minuten um. Okay. Ein Glück können wir fliegen, ne? Ein Glück können wir fliegen. Und sonst hätten wir uns jetzt hier die ganzen schönen Items entgehen lassen müssen. Das wäre echt schade gewesen. So, ein Glück können wir fliegen. Ah, pass auf, wir können ja mal hier einfach mal sprengen, eventuell für den Geheimraum. Habe ich es nicht gesagt? Rote Herzchenraum, immerhin. Wenn wir rote Herzchen brauchen, gehen wir hier gleich nochmal her. Nein, nicht Gordy, nein, nicht Gordy, nein! Mag den nicht. Aber er ist besser als einige andere. Erstmal die hier. So. Und dann jetzt immer schön von Ecke zu Ecke walken. Und dann geht das klar. So, dann hier nochmal schnell. So. Aber hier oben dürfte der uns so theoretisch. Ja, aber wir können ihn leider auch nicht treffen. Aber hier oben dürfte der uns theoretisch nicht treffen. Er trifft uns da. Aber vom Leben sieht jetzt gar nicht mehr so schlecht aus, ne? Ja, ist nicht mehr viel. Oh, ist, ja, es ist okay. Okay, hier haben wir schon mein rotes Herzchen, falls wir nochmal Schaden kriegen. Beziehungsweise müssen wir ja noch zweimal Schaden kriegen, um mein ganzes Herzchen aufzufüllen. Alter, haben wir wenig Damage. Wie viel Damage machen wir denn? Nur zwei Striche. Das ist ein bisschen wenig. Okay, einmal wurden wir schon getroffen. Das habe ich mit Absicht gemacht, dann kann ich das nämlich aufheben. Na, so. Ja. Wir müssen auch noch den super Geheimraum ausnutzen, ne? Deswegen mache ich mir gerade selber Schaden. Ja. Wisst ihr was? Den super Geheimraum brauchen wir ja nicht. Little Chubby has appeared in the basement. Was bist du denn? Das Evil Book. Och nein. Ja, das heißt, wir bekommen mehr Bomben. Das heißt wiederum aber auch, wir bekommen weniger Schlüssel. Also, auf eine Art gut, auf eine Art nicht so gut. Depths 1, die vorletzte Ebene schon. Ich hasse diesen Raum, ne? So, was warst du? Bombs Aki, das machen wir mal. Dann haben wir jetzt zwei Schlüssel. Eigentlich ganz cool.
Dann könnten wir sogar eventuell jetzt dieses Mal aber in den Shop. Alter, warum leckt es denn ab und zu so eklig? So ekelig. Ach, guck mal, kleine Geister. Huch, die schießen. Okay. Keinen Schaden mehr kriegen. Warte, wir gehen mal erstmal hier lang. Wir können ja ein Glück durchschießen, ne? Nein, nein, nicht du. Nein, geh weg. Oh Gott. Ich hasse ihn. Okay, noch ein Schlüssel. Okay, bin ich mit zufrieden. Bin ich mit zu... Du bist ein Scherzkeks. Soll ich denn ihn da drin kriegen? Ich meine, gut, ich kann zwar durchschießen, aber... Ach. Alter. Denn diese Weißen kann man nicht zerstören. Es ist doch okay. Okay, wir gehen hier rein. Zwei schwarze Herzchen. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt. Das Coole ist jetzt einfach, wir können hier einfach stehen bleiben und die hier so easy töten. Weil wir einfach richtig assi spielen. Aber so muss man das spielen. So, pass auf jetzt. Wir kriegen jetzt noch ein schönes Item. Ich rieche das. Wenigstens können wir schon mal fliegen, ne? Und das ist ja schon mal cool. Die ist schon mal richtig cool. Du willst Schlüssel? Du kannst nicht mal am Arsch lecken, kannst du nicht. Ne, durch Gegner durchschießen kann ich leider nicht, ne? Und da können die rüberfliegen, ne? Zählt das? Ne, das zählt auch nicht. Oh, Mann. Ich hasse diese Gegner, ne? Ah, warte mal. Die normalen können wir so töten. Du? Ja, war Absicht. Flat Penny droppt uns mehr Schlüssel. Nehmen wir mit. Das ist nicht das Item, was ich mir erhofft hat. Reusable Bump Body. Okay, ob ich jetzt ihn habe oder ihn habe... Ganz ehrlich, das ist Wumpe. Okay, hier gibt's nicht, wo ich rauffliegen kann. Aber wir können hier mal ein bisschen tricksen. Headless Baby natürlich super für diesen Raum. Ich weiß nicht, welcher stärker ist. Nochmal so ein Raum. Ey, du willst dich doch verarschen. So, und... So. Sehr schön. Denn, was haben wir hier? Full Health. Das ist nice. Okay, wir wollten in den Shop. 1 plus 1 ist gleich. Das ist ein cooles Item, aber leider nicht in diesem Run. Wir spenden mal ein paar Münzen. So, Blue Map has appeared in the basement. Man bekommt nämlich, durch man spendet, bekommt man tolle Items und tolle Sachen. Und dies ist toll. Dies ist toll. Denn tolle Sachen sind logischerweise toll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chill. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Pass auf. Pass auf jetzt. Devil Deal sollten wir nicht bekommen. Wir haben ja schon Schaden gekriegt, glaube ich. Und hier noch. Ein Schlüssel. Monstro 2. Ach, das ist ja schon wieder. Ich glaube, der andere wäre stärker gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Muss aufpassen. Der schießt ja hier immer so. So tolle Sachen. Okay, hier. Das war natürlich gewollt, damit er mehr Schaden kriegt. Das war alles so gewollt. Alles ganz ruhig hier. Pass auf, wir machen mal hier so einen schönen Klecks. Dann kann er da nämlich mal reinspringen. Der macht doch seine eigenen Gegner kaputt. Kiech dir das mal an. Okay. Alter. Das war unfair. Das weißt du schon, ne? Das weißt du schon. So. Jetzt macht er hier wieder sein Brimstone. Ja, ja, ja. Nicht mehr viel. Nein. Ich habe vergessen, dass wenn man an der Seite steht, dass er Brimstone macht. Okay, Wooden Spoon. Ein wenig Schnelligkeit bringen wir hier auch noch rein. Und wir gehen in die nächste Ebene. Komm. Oh, okay, nur noch ein einziger Boss. Der finale Endboss in diesem Run. Werden wir ihn gemeinsam bezwingen? Wir werden es erfahren. Wir werden erstmal hier reingehen. Nein. Oh. Was bist du? Was bist du? Bombs Akis. Nö. Puberty, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Bombs Aki, wir nehmen es einfach mal mit.
Für den Fall der Fälle, dass wir jetzt plötzlich noch mehr Bomben brauchen, ne? Nehmen wir es einfach mal mit. Was bist du denn? Ich kenne dich nicht. Oh, Alter. Mensch, hör auf. Hör doch auf, es ist... Alter, warum? Alter, der hat aber viel geschluckt. Alter, eine super Form. Och nö. Wisst ihr was? Leck mir am Arsch. Die streamen mir nicht an. Obwohl, warte mal, jetzt sind sie ja eh... Ja, stimmt, wir hätten hier in die Falle da reinlocken können, ne? Das hätten wir machen können. Und ja, jetzt werden die Tränen davon auch angezogen, echt? Cool. Cool. Oh mein Gott. Ja. Okay, jetzt können wir hier rein. Was bist du? Bist du... Gemini, Conjoined Friend. Naja, ne? Haben wir hier noch so einen Krüppel an der Seite raushängen. Schad nie. Der ist ja auch ganz cool. Ein kleiner Krüppel, ne? Hallo? So. Ach nö. Gemini. Ja, ja, ganz cool, der Typ. Die gefällt mir. So, haben wir hier einen blauen Stein. Beziehungsweise ein Stein hier mit einem X drauf. Ich sehe keins. Unendlich Schlüssel. Deswegen würde ich einfach mal sagen, Bombs Aki. Denn wenn wir schon unendlich Schlüssel haben. Nee, ist ja toll. So, er sollte beide Feuer sprengen. Und da, wunderbar, ein blaues Herzchen. Die Viecher mag ich schon als Boss nicht, weißt du? Und dann gibt es die auch noch als Miniboss. Beziehungsweise so als normalen Gegner. Das ist so ekelhaft. Das nehme ich mit. Und hier natürlich nochmal ein Boss. Klar. Warum nicht? Ist ja auch nur die letzte Ebene. So, sehen wir hier einen blauen Stein? Ich sehe gerade keinen. Ich weiß sowieso schon, dass ich 12 mindestens übersehen habe. Also ein paar habe ich auf jeden Fall übersehen. Aber Gemini macht ordentlich Damage, ne? Der ist ordentlich. Gemini ist ein guter. Merken. Hier nochmal einen Schlüssel. Der bringt uns jetzt leider nichts mehr. Pass auf, wir stehen hier. Ja, so ist gut. Schöne Rinderne. Na, geh rein hier. Na, komm doch. Komm doch her. Schön, Gemini. Nein. Gemini ist Hammer, Alter. Der gefällt mir, der Typ. Ich spreng hier. Natürlich ein Gegner. Oh, scheiße. Das waren die falschen Gegner, die ich dachte. Okay, ob wir diesen Bosskampf schaffen werden, ich bin mir nicht sicher. Ich werde versuchen. So, da. Da. Guck mal, Gemini, Alter, den kann man richtig missbrauchen, Alter. Richtig cooler Typ. Wir gehen mal hier rein. Eventuell ist ja hier noch... Oh, PhD, Better Pills. Das ist natürlich cool. Das ist echt cool. Aber gut, bringt uns leider jetzt nicht so viel. Deswegen spenden wir einfach mal unsere ganzen Münzen. So. Dann haben wir alles gespendet. 18 Münzen in diesem Run haben wir gespendet. Das ist doch mal nett. Oh, guck mal. Gemini haut rein, Alter. Der haut echt rein in diesem Run. Das ist ordentlich. Das ist schön. Das gefällt mir sehr. Da hat uns die Plazenta wieder geheilt. Puberty. Brauchen wir jetzt nicht. Los, Gemini, schlage zu. Du bist ja gerade in den Abgrund gesprungen. Geil. Finde ich gut. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob er gestorben ist. Ich weiß es nicht. Habe ich jetzt gerade nicht so ehrlich drauf geachtet. Es tut mir leid. Bitte nicht schlagen. Hä? Okay, wieder diese kleinen Geister. Wieder diese kleinen Geister. Los, Gemini. Schlag zu. Schön. Ich feiere den Typen sehr. Okay, der letzte Boss. Und da ist er. Mom. Ich weiß nicht, ob dieser Glitch noch immer funktioniert. Ich werde ihn einfach mal versuchen. Ich glaube ja. Ich glaube, der funktioniert noch. Denn wenn man hier immer stand, an dieser Stelle, ist,
konnte Moms Fuß nicht zuschlagen. Und ich glaube, das funktioniert. Aber wir wollen natürlich fair spielen. Deswegen, wenn wir mal hier, wir machen das nur im Notfall, würde ich sagen. Nur im Notfall, wenn wir mal richtig schwach sind. Oh mein Gott. Ja, freu dich doch. Olle Küt, ey. So, komm, Gemini. Jetzt geht's richtig los. Na, komm doch. So, da ist Rinne stampft in uns. Natürlich daneben. Da stampft sie wieder. Oh mein Gott. Und da stampft sie wieder. Und wir bekommen Schaden. Oh mein Gott. Krass. Krasser Endboss hier. Naja, gut, ich kenne ihn ja jetzt natürlich schon ein paar Mal. Wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt schon ein bisschen. Beziehungsweise also diesen Teil nicht. Das ist jetzt mein dritter oder vierter Run in diesem Teil. Deswegen kenne ich auch wahrscheinlich einige Gegner nicht. Das könnte schon mal vorkommen. Aber im Großen und Ganzen sollte ich alles kennen. Im Großen und Ganzen sollte ich alles kennen. Die Items sind natürlich fast dieselben. Oh, guck mal hier. Oh, goated! Ja! Cool, wir können noch weitermachen. Wir können nach dem Boss hier noch weitermachen. Aber werden wir nicht, werden wir nicht, werden wir nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gemini hier, da oben. Mach. Gemini da. Mach, tot. Das da. So. Krasse, langer Endkampf hier, würde ich sagen. Ja. Okay, es ist nicht mehr weit. Denn Goathead, was wir gerade aufgehoben haben, das bringt uns einen permanenten Level-Deal. Das ist voll cool, das Item. Das ist richtig Hammer. Los! Isaac. Wir haben es geschafft. Cornered. His mother, fueled with the desire to serve her god, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Ja, da freut sich der kleine Isaac, aber die Mutter lebt trotzdem. Ja, das war Mutters Fuß, was wir da gerade gesehen haben. Okay, das überspringe ich gerne mal. You unlocked the Womp. You unlocked Challenge 20 Purist. You unlocked the Harbingers, the Horseman Army. Irgendwas. A Cube of Meat and Ball of Bandages. Schön. Wir haben eine Menge freigeschaltet. Jetzt haben wir hier so ein schönes Pfeil 1 neues Bild. Wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben hier einen neuen Charakter. Haben wir einen neuen Charakter? Haben wir Azazel? Haben wir nicht, ne? Alle noch gelockt. Okay. Das heißt, wir werden in der nächsten Folge wieder einen neuen Run eventuell mit Isaac machen. Und hier sehen wir mal die Stats. Momkills haben wir jetzt 0, Sekrets, Best Streak, Items und Tode. Schön, 0 Tode. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Macht's gut, bis dann. Tschüss.